Flughafen Düsseldorf. Hier sind die Zollkontrollen besonders streng. Nirgendwo in Deutschland werden so viele Gepäckstücke gescannt wie hier. Ah, das ist ein Zigarettenschieber, siehst du? Zwei Koffer voll mit Zigaretten. 119 Stangen Schmuggelzigaretten. Das erleben selbst diese erfahrenen Zöllner nicht alle Tage. Also größere Fälle, das freut einen dann schon, dass man diese Sachen dann aus dem Verkehr zieht. Unversteuerte Zigaretten, versteckte Goldarmreifen, geschmuggeltes Bargeld oder verbotene Waffen. Das alles sehende Auge des Zoll findet jedes Versteck. Der neueste Trick der Schmuggler, verbotene tierische Produkte getarnt in vakuumverschweißten Pralinenschachteln. Ja, warum? Dann erzählen Sie mir mal, warum da Süßigkeiten drauf gemalt sind. Am Zoll kommt kein Schmuggler so schnell vorbei. Flughafen Düsseldorf. Mit 23,5 Millionen Passagieren im Jahr ist er der drittgrößte Flughafen Deutschlands. Bitte Vorsicht an Bord. Die Gepäckausladung beginnt. Für die Zöllner Adalbert Dybala und Jan Schielke beginnt die Schicht um 6 Uhr morgens mit der Kontrolle von zurückkehrenden Urlaubern und einreisenden Touristen. Wenn sie einen Passagier herauswinken, geht es direkt zum Röntgengerät. Okay. Dann durchleuchten wir noch einmal das Gepäck schnell. Der in Deutschland lebende und aus Hongkong einreisende Chinese hat einen 12-Stunden-Flug hinter sich. Mit seinem Koffer stimmt irgendetwas nicht. Haben Sie Tischtennisbälle drin oder sind das Eier? Tischtennisbälle oder Eier? Na, dann guck ich mal rein eben. Nehmen Sie einmal den Koffer mit, bitte. Ja, Eier. Ja, hier vorne, machen wir hier vorne, ja. Ja, okay. Der erfahrene Zöllner hat einen Anfangsverdacht und ahnt, das kann jetzt gleich sehr unappetitlich werden. Wissen Sie nicht, dass das verboten ist? Wissen Sie nicht, dass das verboten ist, mitzubringen? Ist verboten. Ja. Ja, wissen Sie das oder wissen Sie es nicht? Ich weiß nicht. Ne, wissen Sie nicht? Alles vom Tier ist verboten. Die sogenannten tausendjährigen Eier gehören zu den berüchtigsten chinesischen Delikatessen. Das Eiweiß ist eher ein Eigrün und hat die Konsistenz von Gelatine. Im gesamten Kontrollbereich stinkt es penetrant nach Ammoniak und faulen Eiern. Aus China insbesondere kommen diese Spezialitäten halt oft. Die Leute, die machen sich da keine Gedanken drüber, bringen das auch für Verwandte mit. Für die ist das halt eine Delikatesse. Aber für uns ist das, also für mich persönlich stinkt's und ist nicht genießbar halt. Also ich würde solche Eier direkt zu Hause wegwerfen, würde ich sie im Kühlschrank vorfinden. Nicht immer haben die Superspürnasen vom Zoll den richtigen Riecher. Aus dem Thailand-Urlaub kommt diese Gruppe Holländer zurück und erweckt das Interesse der Zöllner. Bei Rucksacktouristen, insbesondere aus Thailand oder den anderen asiatischen Ländern, haben wir halt das Problem, dass sie oft verbotene Gegenstände mitbringen, wie zum Beispiel Messer, Springmesser, Butterfly-Messer oder Wurfsterne, Nunchakos. Und deswegen durchleuchten wir auch gerne. Selbst dieser harmlose Wanderstock wird geröntgt. Die Zöllner vermuten einen sogenannten Stockdegen. Die Einfuhr, Durchfuhr ist verboten, dürfen die Leute halt nicht mitbringen. Deswegen haben wir den Stock jetzt noch mal geröntgt, ob halt ein Stockdegen drin ist. Ist es in diesem Fall aber nicht. Ganz normaler Stock. Ist okay. Okay, thank you. Danke. Die Wege durch den Zoll sind einfach und gut gekennzeichnet. Der grüne Ausgang ist für anmeldefreie Waren. Der rote dagegen für anmeldepflichtige Waren, wie zum Beispiel zu teure Urlaubseinkäufe, Bargeldsummen über 10.000 Euro oder mehr als eine Stange Zigaretten. Für den nächsten Passagier ist es egal, durch welchen Ausgang er geht. Ärger mit dem Zoll bekommt er auf jeden Fall. Alter, das ist ein Zigarettenschieber, siehst du? Zwei Koffer voll mit Zigaretten. Dann zieht er direkt Handschuhe an, weil wegen der Beweissicherung, ne? Wegen den Fingerabdrücken. Zwei Koffer voll mit Schmuggelzigaretten. Das erleben selbst erfahrene Zöllner nicht alle Tage. Das ist, wahrscheinlich hat er auch kein Geld dabei, keine Sicherheitsleistung. Ja, er hat es schon mehrfach gemacht. Ja. Du siehst, der Pass ist voll. Die beiden Zöllner sind sich sicher, das ist ein Profischmuggler. Da denkt man sich tatsächlich, wow, super, endlich hat man mal was Tolles gefunden. Und zeigt dann halt, wie wichtig unsere Arbeit ist. Also größere Fälle, das freut einen dann schon, dass man diese Sachen dann aus dem Verkehr zieht. Der junge Mann aus Russland hat sein Reisegepäck gut gepackt. Circa 50 Stangen Zigaretten pro Koffer. Dass die für den Eigenbedarf sind, werden die Zöllner ihm nicht abkaufen. Wie man sieht, hier wahrscheinlich Bandenkriminalität, gewerbliche Kriminalität, also hier Zigarettenschmuggel. Der hat nur ein Tourismusvisum drin. Neben seinem Reisepass hat der junge Russe nur ein Handy und ca. 30 Euro dabei. Es wird schwer werden, ihm für den Schmuggel von illegalen Zigaretten eine Strafzahlung aufzubrummen. And what do you do with it?
I don't know, just trying to sell it. Mm-hmm. And then go to the wall, please. Like this. Ah. Okay, danke schön. So don't be afraid, just touch you, okay? Die Zollkontrolleure müssen jetzt ein Strafverfahren eröffnen und die exakte Anzahl der Schmuggelzigaretten ermitteln. Davon hängen der Steuerschaden und das Strafmaß ab. Ja, hier waren 99 Stangen. Ach so, die dann alle zusammen. Und plus 20, ja. Also. 119 Stangen Zigaretten à 200 Stück. Das macht insgesamt 23.800 Zigaretten. Und jede einzelne ist mit 19 Cent zu versteuern. Steuerschaden von 4.522 Euro. Neben der Steuernachzahlung muss der junge Russe noch mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Die variiert dann natürlich vom Einkommen, wie die Vermögensverhältnisse von dem Herrn sind, ob der schon mal in Erscheinung getreten ist mit dem Gesetz. Aber so roundabout hätte er mit Sicherheit 9.000 Euro zahlen müssen. Doch der deutsche Zoll kann gegen den Dealer in Russland nicht vollstrecken. Er kann keine Sicherheit hinterlegen, da er überhaupt kein Geld dabei hat. Er wird jetzt, wie mit der Bundespolizei schon abgeklärt, jetzt gleich direkt wieder ausgewiesen, muss nach Russland fliegen. Und sollte er jemals wieder in die EU einreisen, wird der Zoll erneut versuchen, Steuerschuld und Strafe einzutreiben. Bitte Vorsicht am Band. Die Gepäckausladung beginnt. Bei den nächsten Reisenden aus der Türkei wissen die Zöllner, dass oft tierische Produkte geschmuggelt werden. Sie haben jetzt Wurst dabei? Ach, Franzi. Hier, Sucuk. Ja. Da müssen wir einmal reingucken eben, ja. Neben Tee und verschiedenen Gewürzen findet der Zollkontrolleur gleich mehrere Tüten mit tierischen Produkten. Hier sieht man schön, also der Herr hat Käse dabei und Wurst. Ist halt auch türkische Spezialitäten, nur leider Einreise verboten. Um das Einschleppen von Tierseuchen zu verhindern, gilt in der gesamten EU ein Einfuhrverbot für tierische Produkte. Es ist natürlich jetzt schade, dass man immer Essen wegwerfen muss, ne? Aber wie gesagt, Gesetz ist Gesetz und aufgrund des Tierseuchenrechts muss es vernichtet werden. Auch am Nachbartisch werden tierische Produkte im Koffer gefunden. Doch diese sind nicht so leicht zu erkennen. Sieht erstmal aus wie Süßigkeitenpackungen, als wäre türkisches Gebäck drin. Erfahrungsgemäß wird aber Fleisch drin sein. Deswegen müssen wir jetzt einmal reingucken. In der türkischen Provinz Kayseri hat ein Unternehmen eine Marktlücke erkannt. Es verkauft türkische Spezialitäten wie Knoblauchwurst und Räucherschinken in Verpackungen für Süßigkeiten. Das Ganze ist vakuumverschweißt, dass die Zöllner den Braten nicht riechen. Sobald man das aufmacht, dann kommt ein dieser reißenden Geruch. Nicht eben kaputt gehen, nicht nur. Nee, das ist nur, wenn man noch nicht. Ja, warum? Dann erzählen Sie mir mal, warum da Süßigkeiten drauf gemalt sind. Ach so, das weiß ja, ich. Ja, sehen Sie ja. Auch diese angeblichen Süßigkeiten müssen vernichtet werden. Im Kontrollbereich geht es jetzt um teure Geschenke, die nicht so einfach in die EU eingeführt werden dürfen. Die Freimenge im Reiseverkehr ist auf 430 Euro begrenzt. Gold hat einen sehr hohen Wert, gerade bei diesem Gewicht. Da wird jeder einzelne Goldanreif über der Freimenge von 430 Euro liegen. Und bei dem Gesamtgewicht, da werden wir schon, befinden uns im Strafverfahren, Steuerstrafverfahren, wegen versuchter Steuerhinterziehung. Die Kollegen berechnen jetzt noch den genauen Goldwert. Und je nachdem, was dabei rauskommt, wird gegen die Frau dann vorgegangen. Die drei Armreifen aus Gold bekommt die Reisende aus der Türkei nur, wenn sie 523,42 Euro für die Einfuhrumsatzsteuer und Zollabgaben bezahlt. Bis dahin bleiben sie im Safe. Der Flughafen Düsseldorf ist der drittgrößte Deutschlands. Mehr als 200.000 Starts und Landungen im Jahr. In den Stoßzeiten kommen die Flugzeuge im Minutentakt. Die beiden Zollkontrolleure schauen im Flugplan, welche Maschine als nächstes reinkommt. Die Abu Dhabi ist jetzt gerade gelandet, um 6.36 Uhr, anderen 17. Die können wir jetzt eigentlich noch machen. Na, dann gehen wir mal dahin rüber. Ja, 20, 17. Kontrollieren die. Okay, super. Über Abu Dhabi kommen vor allem Asienurlauber zurück. Und die Zöllner suchen nach Waffen und verbotenen Reisesouvenirs. Sie haben ein Messer im Koffer. Müssen wir gleich mal reinschauen, um was für ein Messer es sich handelt. Vor allem aus dem asiatischen Raum kommen verbotene Springmesser, Wurfsterne oder Schlagringe. Wo haben Sie das Messer? Sagen Sie es mir nur, weil nicht, dass Sie jetzt gleich mit dem Messer vor mir stellen. Deswegen, ich wo in Messer etwa? Ja, ja, genau, das wäre schlecht. Da der Thailand-Tourist nicht weiß, wo er das Messer im Koffer deponiert hat, dauert die Suche ein paar Minuten. Das ist ein normales Klappmesser, okay. Ja. Sieht auf dem Känguru größer aus.
Okay, weil Sie wissen zum Beispiel, wenn hier so eine Feder drin ist, wenn Sie den Knopf drücken, die rausspringen, ist dann verboten. Deswegen ja, schauen wir nach. Feder, ne? Ja, das ist ein ganz normales. Okay. Ja. Dann ist alles gut. Ja, okay. Auf keinem anderen deutschen Flughafen wird so viel Gepäck gescannt wie in Düsseldorf. Vor dem allsehenden Auge des Zoll ist kein Versteck sicher. Dieses Mal weckt eine kleine Flasche die Neugier der Zollkontrolleure. Hier auf dem Scanbildschirm sehen wir, dass sich eine Flasche drin befindet. Erfahrungsgemäß gehen wir davon aus oder wissen, dass sich darin Tiere befinden. Und deswegen schauen wir jetzt noch mal nach. Es dauert nur wenige Sekunden und der Zöllner findet die auf dem Scannerbildschirm abgebildete Flasche. Also das Getränk ist nicht verboten, aber die Kobra, die da drin ist, ist Einfuhrverbot. Ja. Ne? Es steht unter Artenschutz. Die werden extra getötet, damit die da reingepackt werden. Wie alle ertappten Schmuggler will die Frau vom Artenschutz der Kobra-Babyschlangen nichts gewusst haben. Absolut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wusste nur von Cabela und so, das wusste das, aber das, keine Ahnung. Warum kauft man sowas? Ja, für meine Kollegen. Er wollte etwas Geschenk haben. Das 5-Euro-Geschenk aus dem Vietnamurlaub kann für die slowakische Geschäftsfrau jetzt sehr teuer werden. Die Zollkontrolleure müssen prüfen, nach welchem Anhang des Washingtoner Artenschutzabkommen die Kobra-Babyschlange geschützt ist. Das ist jetzt ein Tier, das nach Anhang B geschützt ist. Das heißt, die Reisende hat eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ist halt auch mit einem Bußgeld belegt. Deswegen müssen wir jetzt erstmal die Daten aufnehmen von der Dame und dann schauen wir mal weiter. Sie hat jetzt auch keinen deutschen Wohnsitz. Deswegen ist, glaube ich, auch noch eine Sicherheitsleistung fällig. Die Höhe der Sicherheitsleistung orientiert sich an der Höhe der zu erwartenden Strafe. Mehr als 5000 Tier und über 25.000 Pflanzenarten sind weltweit geschützt. Leichte Verstöße gegen den Artenschutz werden mit einer Geldbuße von mindestens 50 Euro. Schwere Verstöße mit einer Freiheitsstrafe bis 5 Jahre geahndet. Also der Kollege hat ihr mitgeteilt, dass sie jetzt 150 Euro Sicherheit hinterlegen muss, weil sie halt nicht hier sesshaft ist, wohnhaft ist in Deutschland. Und sie fing dann direkt an zu weinen, halt, weil das viel Geld für sie ist und ja, quasi sie mit der ganzen Situation jetzt nicht mehr einverstanden war, weil ihr dann jetzt bewusst wurde, dass sie tatsächlich was falsch gemacht hat. Das Geschenk für den Arbeitskollegen wird jetzt zu einem teuren Mitbringsel aus dem Vietnamurlaub. Die Flasche hat wahrscheinlich dort in Vietnam jetzt mal angenommen 5 Euro gekostet und dafür dann jetzt noch mal hier 150 Euro bezahlen, das ist schon eine happige Summe. Für die beiden Zollkontrolleure ist der Fall abgeschlossen. Auf dem Flugplan steht jetzt eine Maschine aus Moskau. Und im Gepäck der Reisenden befinden sich oft große Summen Bargeld. Ab 10.000 Euro sind diese bei der Ein- oder Ausreise in die EU anmeldepflichtig, um Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu bekämpfen. Diese Russin hat exakt 9.000 Euro in nagelneuen 50- und 100-Euro-Scheinen dabei. Ja, jetzt gerade bei den Russen, die haben doch meistens sehr viel Geld dabei, bleiben dann halt unter der Anmeldepflicht von 10.000 Euro, dass sie halt die Anmeldung nicht ausfüllen müssen, hat verschiedene Gründe. Wenn wir jetzt uns nicht sicher sind, dass das Geld wirklich aus legalen Mitteln kommt, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das sicherzustellen. Und jetzt bei der Dame war jetzt alles in Ordnung. Cash? No, yes, cash. How much? All. Ja. Сколько Euro? Jetzt in Cash. 2. Okay, für beide. Okay, dankeschön. Ein Pärchen aus Russland, das mit nur 2 Euro Bargeld nach Deutschland einreist, ist am Flughafen Düsseldorf eher die Ausnahme. Die Verwunderung steht den beiden Beamten ins Gesicht geschrieben. Das sind die einzigen Russen, die mit Karte bezahlen. Zack. Hm. Hammer. Kontrolle. Passport bitte. Ja, guck mal. Hier kann man ganz gut erkennen, die einzelnen Zigaretten sogar. Zigarettenpacken. Also das sind nicht nur eine Stange, das werden mehrere untereinander noch sein. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie viele Päckchen insgesamt. Die beiden Zollkontrolleure sind sich sicher. Sie haben wieder einen Zigarettenschmuggler erwischt. Der Mann aus Kasachstan weiß, dass das jetzt kein gutes Ende nimmt. Die Reisefreimengen, kennen Sie? Ja, sicher, da ist zu viel. Zu viel dabei, ja. Ja, ja. Manchmal hat man Glück, ne? Und man kommt raus, manchmal hat man Pech. Ich komme aus Kasachstan, was soll ich da kaufen? Da kaufe ich für eine 20 Zigaretten. Der in Deutschland lebende Kasache hat insgesamt 6 Stangen Zigaretten dabei. Die Freimenge liegt bei einer Stange. Für die insgesamt 1000 Zigaretten zu viel muss er jetzt Steuern und Strafe zahlen.
Ja, Sie lachen jetzt drüber. Das ist aber kein günstiger Spaß. Ne? Allein die Steuern sind 190 Euro. Ja, und wahrscheinlich, nee, das kann jetzt nicht mehr bezahlt werden, weil ab 130 Euro ist das versuchte Steuerhinterziehung. Die Zigaretten müssen hier bleiben. Sie bekommen Post nach Hause und da steht dann drin, wie viel Sie bezahlen müssen. Dann kriegen Sie die Zigaretten auch wieder zurück. 190 Euro Steuern sind nachzuzahlen. Die zu erwartende Strafe dürfte mindestens genauso hoch sein. Das werden jetzt teure Schnäppchen-Zigaretten. Erschwerend bei dem Herrn kommt jetzt dazu, dass er mit voller Absicht gehandelt hat, also vorsätzlich. Er hat nämlich gesagt, er kennt die reisefreien Mengen und hat trotzdem zu viele Zigaretten mitgebracht und tut das auch öfter. Ja, ich bin in Kasachstan berufstätig, ja, und da ist nichts, was soll ich kaufen? Ich komme nach Hause, ja, der Schwager kommt, der Schwiegersohn kommt, ja. Dann nehme ich doch als Geschenk eine Stange, ja. Das ist doch, ja gut, Fehler, dumme Fehler. Am Band 17 kommt inzwischen das Gepäck einer Maschine aus Teheran an. Die erfahrenen Zöllner wissen, auch hier ist jede Menge Bargeld unterwegs. Wie viel Bargeld führen Sie noch mit sich? Ungefähr reicht mir. Weniger als 10.000, also 9.000 oder sowas. 9.000? 9.000, 70 oder 60. Gut, dann zählen wir das fix einmal nach, ja? Kommen Sie mal mit. Die Angaben des Reisenden stimmen. Der Mann hat exakt 9.070 Euro in Bar bei sich. How much cash money you carry with you now? 10.000 Euro. Okay, let's count it, yes? Ab 10.000 Euro Bargeld muss man durch den roten Ausgang gehen und das Bargeld anmelden. Jetzt kommt es auf die exakte Summe an. You know the rules about the money declaration? More than 10.000 Euro. Yes. Not more than 10.000, that's it. Ah, it's more than 10.000. Why? Yeah, also the money counts, yeah? But it's not as high as... We have a problem now, so. Der Reisende aus Teheran hat 10.000 Euro in 500-Euro-Scheinen dabei und noch mal 20 Euro Kleingeld in der Brieftasche. Theoretischerweise hätte er tatsächlich uns von sich aus ansprechen müssen und eine schriftliche Barmittelanmeldung ausfüllen müssen. Hat er jetzt nicht gemacht, nur wie gesagt, er lag nur so minimal drüber und konnte uns glaubhaft versichern, woher das Geld stammt und was er mit dem Geld vorhat, so dass wir ein Auge quasi zugedrückt haben und es okay war. Das ist ja immer so, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Ist tatsächlich so, also wenn die Leute freundlich sind, ein Einsehen haben, dass sie was falsch gemacht haben, dann hat man auch einen gewissen Ermessensspielraum und kann es dann auch entscheiden, wie hoch die Höhe der Strafe ausfällt zum Beispiel. Am Nachbarkontrolltisch hat ein Reisender aus Teheran nicht so viel Glück. Wie viel hat der Herr jetzt dabei? 10.750 Euro. Auch nicht deklariert. 10.750 Euro Bargeld. Da kann kein Zöllner ein Auge zudrücken. Für die zu erwartende Strafe muss der Reisende jetzt 25% der Gesamtsumme als Sicherheitsleistung hinterlegen. Das sind 2.687,50 Euro. Sie haben Geld anzumelden, ne? Ja. Okay. Schauen Sie einmal hier. Da sind die Vordrucke. Einmal, wenn Sie sich verschreiben, einmal den bitte komplett ausfüllen, ja? Okay. Der Geschäftsmann aus Teheran und seine Ehefrau haben es richtig gemacht. Sie sind durch den roten Ausgang gegangen und haben den Zöllnern erklärt, dass sie 24.000 Euro Bargeld anmelden wollen. Also ich bin selbstständig von meiner Firma. Also wir bestellen Waren in Deutschland. Wegen Sanktionen können wir nicht Geld einfach mit Bank transferieren. Deswegen, manchmal, wenn ich im Iran bin, bringe ich Geld mit. Ja, das ist so. Also die Rechnung und Performance Invoice habe ich dabei und ist kein Problem. Sie kennen sich aus. Ja. Die Zöllner nutzen eine Geldzählmaschine. Exakt 24.000 Euro. Also in letzter Zeit ist es schon häufiger vorgekommen. Die Leute sehen es halt im TV. Wir weisen mit Schildern darauf hin, in der Ankunftsebene, dass halt Geld ab 10.000 Euro anzumelden ist. Also kommt doch häufiger vor, dass die Leute anmelden. Das ist eine Sache von 3-4 Minuten. Man füllt den Vordruck aus, bekommt einen Stempel. Dann hat man es, dass alles auf den legalen Weg eingeführt wurde. Nach dem Zufallsprinzip wird der nächste Reisende der Teheran-Maschine zur Zollkontrolle gebeten. Und siehe da, die Zöllner haben Glück und wieder den richtigen Riecher. Do you know how many cigarettes you can bring into Europe, to the European community? No. One block is okay. One block. Two is one too much. Okay? It's for myself. For yourself, yeah. But you have to pay the tax right now and a little fine for it, okay? Because I believe you, you don't know it, so we make the fine small, okay? But I get 50 Euro in cash or by credit card.
38 Euro Steuern und 12 Euro Strafe. Da hat der Mann Glück im Unglück. Denn in den meisten Fällen liegt die Strafe auch bei 38 Euro pro Stange. Cigarettes. No, you have to have fun to smoke them. Okay? Goodbye. Flughafen Düsseldorf. Mit 23,5 Millionen Passagieren im Jahr ist er der drittgrößte Flughafen Deutschlands. Die Zöllner Jan Schielke und Adalbert Dybala warten auf die nächste Maschine aus Istanbul. Dann einfach Bagage hier durch. Genau, und Handtasche auch bitte. Handtasche, El Chantan. Ja, ja, sehen Sie, Türkisch kann ich auch. Die in Deutschland lebenden Frauen kommen von einem Urlaub aus der Türkei zurück. Also sieht so aus, als ob hier nur überall Käse drin wäre. Da gucken wir definitiv rein, da ist Einfuhr verboten. Um das Einschleppen von Tierseuchen zu verhindern, ist die Einfuhr von tierischen Produkten mit Ausnahme von Fisch in die Europäische Union untersagt. Jetzt haben Sie doch wohl Käse dabei. Ja, nein, nicht Käse, ja, Joghurt, Butter, das ist alles dasselbe, alles vom Tier. Dann müssen wir alles wegwerfen, das ist verboten, ne? Das wissen Sie doch, oder? Dass das verboten ist. Ja, sonst hätten Sie auch nicht extra unten im Koffer reingepackt, oder? Der Käse und die Butter kommen in eine verschlossene Box und werden vernichtet. Dass die Zöllner von den Reisenden belogen werden, gehört zum Tagesgeschäft. Die hat zwar jetzt gesagt, dass sie das nicht wusste, aber ich gehe stark davon aus, dass sie wusste, dass das alles verboten ist, weil es ist mittlerweile bekannt. Und die hat ja bis zum letzten Moment behauptet, quasi, dass sie keinen Käse dabei hat oder keine Butter. Und zusätzlich hat die das noch ganz unten im Koffer versteckt, noch mit dem Verschluss oben drauf. Also da geht man schon vom Vorsatz aus. Auf keinem anderen deutschen Flughafen wird bei der Einreise so oft das Gepäck gescannt wie in Düsseldorf. Hier schön zu sehen auf dem Scanner-Bildschirm. Also hier ist eine Shisha-Pfeife. Hier sind die Kabel dazu. Und hier vermute ich, dass es hier um Wasserpfeifen-Tabak handelt. Bei der Kofferkontrolle bestätigt sich das Scannerbild. Eine Shisha und mehrere Packungen Pfeifentabak. Ja, das sind jetzt 1250 Gramm. 250 Gramm ist das, wird das Freimenge. Ihnen überlassen und ein Kilo müssen wir nachversteuern. 49,30 Euro Tabaksteuer und eine geringe Strafe von 25,70 Euro, da der Ertappte den Tabak nicht versteckt und sich kooperativ gezeigt hat. Doch beim Bezahlen tritt ein Problem auf. Ja, weil wir alle nur 50 Euro Wechselgeld haben und der Mann hat jetzt einen 200-Euro-Schein jetzt hier und dafür muss ich jetzt zur Zahlstelle rüberlaufen, um den 200-Euro-Schein zu wechseln und ihm sein Restgeld wiederzugeben. An dem alles sehenden Auge des Zoll kommt kaum ein Schmuggler vorbei. Die unterschiedlichen Farben auf dem Scannerbild verraten den Inhalt der Koffer. Also an dem Koffer kann ich allein schon erkennen, dass das definitiv einer Frau gehören muss. Der ist einfach so vollgepackt mit allen möglichen Sachen. Und zusätzlich alles, was so blau ist, bis in Schwarze rein, das ist Metall. Alles Grüne sind anorganische Stoffe, das heißt Plastik, Glas. Und alles Orange sind organische Stoffe. Sie haben zu viele Zigaretten, ne? Ja. Ja, müssen Sie bezahlen noch. Das sind drei Stangen, ne? Drei Stangen haben Sie da drin. Der in Holland lebende Türke ist der Meinung, die drei zusammenhängenden Stangenzigaretten seien nur eine Stange. Bezahlen oder kaputt schneiden? Komplett, okay. Ja, aber ja, ja, dann kannst du auch 10 mitnehmen, oder? Ein komplett, ne? Einer ist noch frei. Zweimal 38 Euro Steuern sind zu bezahlen. Eine Strafe gibt es dieses Mal nicht. Das war jetzt ein kleiner Fisch sozusagen, also er hatte jetzt zwei Stangen Zigaretten zu viel. Wir haben ihn vor dem grünen Ausgang angehalten, deswegen hatte er die Wahl gehabt, entweder er bezahlt die Steuern nur für die Zigaretten ohne Strafe oder er lässt die Zigaretten hier vor Ort vernichten. Bei einer japanischen Reisegruppe rufen die Zöllner ausgerechnet den Reiseleiter zur Kontrolle. Tag, hallo, aber noch Ihren Pass. Passwort? Ja. Wieder entdecken die Zöllner zwei Stangen Zigaretten auf dem Scannerbild. Why two blocks of cigarettes? Oh, yeah. Yeah, why? For the driver. For the driver? Yeah. But you're only allowed to carry one block. One is duty free. 38 Euro Steuern und nochmal 38 Euro Strafe, da er durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren gehen wollte. Da hilft auch keine der gängigen Ausreden.
So oft kommt es vor, sie haben es einfach vergessen, das war von der letzten Reise schon da drin. Mama hat es noch reingepackt, Papa hat es reingepackt, ich wusste nichts davon. Oder einfach wie er ist, er hat es gewusst und hat es halt versucht mitzubringen. Hat diesmal nicht funktioniert. Für Schmuggler ist es schwer, an den Zöllnern im Flughafen Düsseldorf vorbeizukommen. Ihr größter Fund an diesem Tag: 2 Koffer voll mit Schmuggelzigaretten.